Es gibt zu wenig Mundschutzmasken? Kein Problem, denkt sich diese Firma. Statt Unterwäsche wird hier jetzt einfach Mundschutz produziert. Ohne Saisonarbeiter können die Landwirte ihre Pflanzen nicht versorgen. Doch diese Studenten springen ein und kümmern sich um die Hopfenpflanzen. Sie sorgen also dafür, dass uns dieses Jahr das Bier nicht ausgeht. Währenddessen desinfiziert dieser Mann Gebäude im ganzen Land und kämpft so gegen die Verbreitung des Coronavirus. Eigentlich ist er Tatortreiniger, jetzt Corona-Reiniger. Wir sind an vorderster Front und versuchen, überall zu helfen, wo es in irgendeiner Form nur geht. Wir begleiten die Menschen, die jetzt helfen, bei ihrer wichtigen Arbeit. 8 Uhr morgens auf dem Land bei Ravensburg. In der Landwirtschaft fehlen deutschlandweit aktuell tausende Helfer. Der Grund? Nur noch ein Bruchteil der ausländischen Saisonarbeiter, die sonst mit anpacken, dürfen wegen der Corona-Pandemie ins Land. Aber es gibt Hoffnung. Simon, Konstantin und Sebastian sind Studenten. Aber durch das Coronavirus sind ihre Unis geschlossen. Aber wenn wir ehrlich sind, fällt einem die Decke auf den Kopf. Ich denke, das werden viele auch gerade zurzeit durchmachen und selber erleben. Wenn man einfach nichts zu tun hat, ist echt langweilig. Und ja, irgendwie wollen wir was machen und den Leuten helfen. Zum Beispiel Landwirt Andreas Milz. Der braucht Unterstützung beim Hochbinden seiner Hopfenpflanzen. Mit einer Hand hebst du den Draht und mit der anderen wickelst. Dann ist es nachher einfacher zum Wickeln. Linkshänder? Nee, Rechtshänder eigentlich. Ja. Übung macht den Meister, hm? Ganz genau. Simon studiert eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen. Ein Studiengang, der ihm jetzt eher weniger weiterhilft. Erfahrung mit der Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hat keiner der drei Studenten. Anderen in der Krise helfen wollen sie aber dennoch. Natürlich Ferienjobs allerlei, irgendwo im Handwerk mal. Aber so jetzt so richtig hier irgendwie was? Nee. So in der Art und Weise habe ich das noch nie gemacht. Nee. Jetzt helfen sie aktiv mit, dass uns das Bier am Ende des Jahres nicht ausgeht. Denn ohne Hopfen gibt es kein Bier. Der Hopfen brauchen wir zum Bierbrauen. Und zwar ist er für die Schaumbildung und für die Haltbarkeit im Bier zuständig. Dafür brauchen wir den Bier. Genau. Damit der Hopfen wachsen kann, müssen die Studenten Drähte aufhängen. Insgesamt 80.000 Stück. Die Drähte reichen 8 Meter bis zum Boden. An denen wächst die Hopfenpflanze später hoch. Noch sitzt aber nicht jeder Handgriff. Der andere Knoten, wo du das vorher gezeigt hast, hält der besser oder warum macht ihr den? Ja, genau. Weil die Hopfen sind das ganze Jahr durch einen brutalen Wind ausgesetzt. Und wenn die dann immer so hin und her wackeln quasi, ganz genau, und dann ist das eine weitere Sicherheit, aber das machen auch nicht alle. Normalerweise helfen Andreas bis zu 7 Saisonarbeiter aus Rumänien. Diese wickeln die Drähte doppelt. So sind sie noch stabiler. Bei den Neulingen muss die einfache Wickeltechnik ausreichen. Und mit unseren Saisonarbeitern fahren wir da ca. 0,9 bis 1 km/h. Und wir fahren aktuell mit 0,4. Aber wir sind ja auch noch in der Einlernphase. Zieh mal ein bisschen an! Nein. Ich habe Geschwindigkeit, Mann! Immerhin, die Studenten verdienen so 9,35 Euro pro Stunde. Ja, natürlich kann man es mit dem Studieren nicht vergleichen. Das ist was ganz anderes. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also ist zwar irgendwo körperliche Arbeit, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie total sich verausgaben muss. Einfach ein bisschen mitdenken und dann mit der Routine läuft es dann eigentlich ganz gut. Die Studenten sind durch einen Facebook-Aufruf bei Landwirt Andi gelandet. Dieser Post wird in kürzester Zeit mehr als 22.000 Mal geteilt. Mittlerweile hat sich daraus sogar die Plattform Das Land hilft entwickelt. Ja, die Jungs sind sehr fleißig motiviert. Ich muss sie wirklich loben. Und wenn aktuell keine Saisonarbeiter kommen können, dann muss ich einfach auf so Top-Männer wie die zurückgreifen. Herzlichen Dank dafür, Männer. Gern geschehen. Wir kommen dann im Herbst, wenn das Bier fertig ist. Genau, gerne. 10 Uhr in Groß-Umstadt in Hessen. Das sind Thessalie und Ben Bancho. Seit 9 Jahren betreiben sie ihr eigenes Catering-Unternehmen. Normalerweise kochen sie für Schulen, Kitas, Hochzeiten oder Firmen-Events.
Ich bin gelernter Koch und Betriebswirt und war in der Welt unterwegs und wollte mich aber schon immer selbstständig machen. Und dann haben wir begonnen in Drehstadt mit einem kleinen Bioladen, 15 Quadratmeter Küchenfläche und mein Lieferfahrzeug war ein Opel Corsa, mit dem wir dann die ersten Caterings ausgefahren haben, Mittagessen gemacht haben. Und so wuchs das. Mit 25 Schulessen haben wir angefangen und jetzt sind wir so bei 3.000, 3.500 und ja, also es macht einfach Laune. Also wir lieben, was wir tun. Doch das Coronavirus macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. 3.500 Schulessen fallen von heute auf morgen aus. Hochzeiten und Events abgesagt. Doch aufgeben kommt nicht in Frage. Ben überlegt sich einen Plan B, wie er seine 55 Mitarbeiter vor der Entlassung schützen kann. Das war jetzt so die Idee, wo wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und da haben wir angefangen, diesen Lieferservice eben zu machen. Einen Lieferservice für Privatpersonen. Bens Idee spricht sich rum. Momentan haben sie 300 Bestellungen pro Tag. Es sind auch gerade viele glückliche Eltern dabei, die die Freude strahlend quasi uns erwarten, weil sie dann nichts kochen müssen. Genau, also jetzt sind wir soweit durch und werden damit jetzt rausfahren und dem Kunden das liefern, dass wir pünktlich sind. Und dann schauen wir weiter. 11 Uhr auf der Schwäbischen Alb. Svenja Speidel und ihr Team haben gerade alle Hände voll zu tun. Schutzmasken sind aktuell Mangelware. Mit Hochdruck sucht man nach alternativen Produktionsstätten. Eine ist jetzt hier. Normalerweise wird hier Unterwäsche hergestellt. Jetzt Schutzmasken. In dieser Krisensituation hat man eben gemerkt, dass einfach die erhöhte Anfrage oder der Bedarf nach Mund- und Nasenschutz sehr hoch war. Und dann haben wir uns gedacht, warum wollen wir nicht auch helfen, eben diesen Engpass, auch der gerade draußen besteht, den einfach dem auszuhelfen. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, auch Mund- und Nasenschutz zu produzieren. Not macht eben erfinderisch. Aber kann man die Produktion denn so schnell umstellen? Wir konnten das komplett mit unserem Maschinenpark abdecken, dass sich eben auch um ein Gestrick handelt, was wir hier verarbeiten. Und das stellen wir ja auch her. Das hat gut gepasst. Das bedeutet, aus dem Stoff, aus dem sonst Unterwäsche gemacht wird, entsteht jetzt Mundschutz. Im Prinzip ist es kein anderer Stoff. Im Großen und Ganzen ist es dasselbe wie das, was wir auch für die Wäsche verwenden. Einen Unterschied gibt es aber doch. Der Unterwäschestoff bekommt eine zusätzliche Beschichtung. Diese produziert eine andere Firma für Svenja Speidel. Aktuell ist es wahrscheinlich die Hydrophobierung, die es besonders macht, da wir eben da was Besonderes entwickelt haben, zusammen mit der Firma Meiser. Hydrophobierung heißt das Verfahren, das den Stoff der späteren Masken wasserabweisend macht. Wir sehen hier jetzt zwei Stoffe. Auf der rechten Seite haben wir den Stoff ohne Hydrophobierung und auf der linken Seite haben wir den mit Hydrophobierung. Und da zeigen wir jetzt einmal, dass es sich eben dabei bei dieser Ausrüstung um eine Hygieneabperlausrüstung handelt, wo eben das Wasser abperlen kann. Hier einmal ohne Ausrüstung. Ich gebe das Wasser auf den Stoff. Und wir sehen, der Stoff saugt das Wasser komplett auf. So, jetzt gehen wir hier rüber. Hier haben wir jetzt den Stoff mit Hydrophobierung. Und wir sehen, die Tropfen bleiben stehen, sie bleiben liegen, sie perlen ab und sie gehen dringend nicht in den Stoff ein. Das können wir jetzt hier auch noch mal ganz schön so zeigen. Konkret heißt das, hustet, niest oder spricht jemand, dringen keine Tröpfchen durch den Mundschutz nach außen. Zertifiziert sind diese Masken nicht. Schützen tun sie trotzdem, vor allem andere. Auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt daher inzwischen das Tragen einer Mundschutzmaske in der Öffentlichkeit. Svenja Speidel und ihr Team produzieren aktuell schnellstmöglich 200.000 Masken. Letzter Arbeitsschritt, das Zusammennähen der Maske. Die Näharbeit ist die gleiche. Präzise und Genauigkeit ist immer gefragt, aber man hilft jetzt auch. Also ich finde, macht jetzt mehr Sinn, weil man halt einfach helfen kann. Gell? Das finde ich jetzt echt toll. Die Masken sind geeignet, um damit andere in der Öffentlichkeit vor möglichen Viren zu schützen. Aktuell werden Pflegeheime, soziale Dienste oder die Polizei damit beliefert. Es ist mittlerweile 12 Uhr. In Bad Soden bei Frankfurt ist es gerade stressig, wie jeden Tag. Im Reinigungsunternehmen von Marcel Engels herrscht Hochbetrieb. Er ist ein Desinfektor. So. Also, schönen guten Morgen. Wir haben heute Nacht ein paar Desinfektionen durchgeführt. Das ist alles super gelaufen. Herr Kapp, du bist heute bitte in Bottrop als Sachverständiger bei der Großdesinfektion.
Rund 150 Desinfektionen pro Tag bewältigt das Unternehmen im Moment. Vor allem an öffentlichen Plätzen, Firmen und in Verkehrsmitteln. Die Anfragen von Privatpersonen kaum zu bewältigen. Wir haben ja wirklich auch viele Anrufe von Privatkunden. Da würde ich euch wirklich darum bitten, dass ihr bitte da einfach nochmal freundlich drauf einwirkt und den Leuten erklärt, sie können gerne eine Anleitung kriegen, wie sie selber zu Hause desinfizieren. Wir können ihnen auch nochmal erklären, wie sie ihr Desinfektionsmittel selber anmischen können. Wirklich freundlich einfach das nochmal beantworten. Ja, dann getreu unser Motto, gesund bleiben und weiter geht's. Attacke. Deutschlandweit sind 300 Mitarbeiter im Einsatz, schichtweise, auch nachts. Marcel ist ursprünglich Tatortreiniger. Seine Firma bietet sonst auch Schädlingsbekämpfung oder Entrümpelungen an. Momentan kommen nur Aufträge für Desinfektionen rein. Alles im Kampf gegen das Coronavirus. Ja, wir haben schon viel zu tun. Wir fahren ja auch mit raus und desinfizieren. Wir sind ja die leitenden Desinfektoren auch. Und ja, es kommt auch mal vor, dass wir 12 Stunden, 14 Stunden mit draußen sind. Wichtigstes Arbeitsgerät zurzeit: Desinfektionsmittel. Marcel hat noch reichlich davon. Das ist das, was wir so eigentlich an einem Tag hier in ganz Deutschland abverbrauchen. Weißt du ungefähr, wie viel das ist? Habe ich im Moment überhaupt gar keinen Überblick. Es ist tatsächlich so, dass wir so viele Aufträge haben und so viele unterschiedliche Arten von großen und kleinen Desinfektionen, dass das einfach im Moment nicht genau zu beziffern ist. Also wir sind eigentlich gut versorgt. Das liegt einfach daran, dass wir ein wesentlicher Baustein der Pandemie bzw. Epidemieminderung sind und dementsprechend haben wir ständige Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln, werden von Lieferanten beliefert und haben unser persönliches Lager auch komplett wirklich voll. Wir werden jetzt für unseren Einsatz bei den Desinfektionen ungefähr 20 Liter mitnehmen. Bevor wir hier gleich zum Einsatz starten, besuchen wir noch einen besonders jungen Helfer in Berlin. Das ist Schüler Noah Adler. Er hat eine besondere Begabung für das Programmieren von Websites. Und genau das nutzt der 15-Jährige jetzt in der Corona-Krise. Meine Oma hat mir anfangs so die Computerwelt ein bisschen näher gebracht. Und irgendwann, als ich so 12 war, habe ich meine erste Website gesehen und dachte so, ja, ich würde das auch mal gerne machen. Und dann habe ich mal so gelernt, wie das geht, über das Internet, mit so Tutorials über YouTube und dann meine erste Seite nachgebaut. Die war dann so, als ich 13 war, fertig. Und habe dann immer mal wieder so hobbymäßig ein bisschen weiterentwickelt. Noahs Idee jetzt in der Corona-Krise: eine Hilfeplattform, bei der sich Helfer und Leute, die dringend Hilfe benötigen, finden können. Gerade mal einen Tag hat Noah gebraucht. Dann war seine Seite startklar. Die Seite funktioniert eigentlich ganz einfach. Folgendermaßen: Wenn man Hilfe anbietet, klickt man hier auf Hilfe anbieten. Kann dann sein Bundesland auswählen. Berlin sind die meisten Leute schon eingetragen, also klickt man hier einfach schnell rauf. Kommt dann zu einem Formular, das füllt man aus, kann hier anklicken, was man gerne machen möchte, wo man das machen möchte, wie man kontaktiert werden kann. Und wenn man sagt, okay, ich suche Hilfe, dann klickt man hier auf Hilfe suchen, klickt hier wieder Berlin und da reicht dann hier eine Liste mit, wie in einem Telefonbuch quasi, mit Leuten, die ihre Hilfe anbieten. Und das Feedback, was ich für beide Seiten, von beiden Seiten bekommen habe, war richtig gut. Egal ob einkaufen gehen, den Hund ausführen oder einfach nur mit jemandem telefonieren, damit man sich nicht so einsam fühlt. Die digitale Nachbarschaftshilfe kommt an. Innerhalb von einem Tag melden sich hunderte Nutzer an. Einer von ihnen ist Stefan Linne. Er ist Bühnenkünstler. Viele seiner Aufträge sind durch die Krise weggebrochen. Nun hat er Zeit und bietet seine Hilfe an. Hallo an! Stefan, du Engel! Na? An Ruhes Sohn hat eine Lungenentzündung. Die Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 ist groß. Daher verlässt sie kaum das Haus. Ich hab Zeit, ja. Kriegen wir hin. Ach super, du bist echt mein Engel. Du, ich würde sagen, ich habe gar keine Milch mehr. Das wäre echt das Allerwichtigste. Ich habe gar keine Milch mehr. Du hast gar keine Milch? Nee, das wäre das Wichtigste. Wenn du was bekommen könntest, wäre super. Ja. So, was haben wir denn? 100 Gramm Salami, 100 Gramm Gelbwurst, Käse, Tiefkühlbrötchen, Knäckebrot, Rucola oder Feldsalat, Tomaten, Milch, Gurke, Rotwein, zweimal Nudeln.
Wenn es noch gibt. Dann wollen wir mal gucken. Stefan geht direkt für Ann einkaufen. Es hat geklappt. Guck mal, ich habe ein paar Nudeln bekommen. Okay, es sind Vollkornnudeln, aber das sollte gehen. Und dann haben wir hier leider kein Toilettenpapier, sondern nur Küchenrolle. Zur Sicherheit stellt Stefan den Einkauf vor die Tür und hält Abstand. Im Gegenzug gibt's von Ann einen Umschlag mit dem Geld für die Einkäufe. So, Ann, dein Einkauf ist alles da. Ach Mensch, toll. Und Kuvert hast du auch. Ne? Ich hab alles. Du bist ein Schatz. Dann grüß mal deinen Sohn, gute Besserung. Das mache ich. Und wir sehen vielen, uns. Vielen, vielen Dank. Ich revanchiere mich, wenn wir wieder raus können. So machen wir Versprochen. Das. Versprochen. Tschüss. 13 Uhr, Zeit fürs Mittagessen. Jetzt beginnt die stressige Phase für die Caterer Ben und Tessali. Zur Auswahl stehen bei ihnen 25 Gerichte. Die können die Kunden am Vortag im Shop bestellen. Zwischen 5 und 10 Euro kostet ein Mittagessen. Diese Kundin hat gleich für die gesamte Familie bestellt. So, ich stell's dir vor die Tür, ja? Hallo, Johanna. Hallo. Alles gut? Ja. Ja. Richtig gut. Haben Sie schon öfter bei den beiden bestellt? Das ist jetzt das zweite Mal in wenigen Tagen. Was ungewöhnlich ist für mich, weil ich koche eigentlich selber. Aber es ist einfach zu gut. Was soll ich machen? In dem Fall hat es tatsächlich meine Großmutter bestellt für den gesamten Hof als kleine Überraschung. Ich glaube, es gibt den Rinderbraten, für die Kinder Kässpätzle und ich habe das Curry bestellt. Ciao, Johanna, mach's gut. Die meisten Kunden bezahlen kontaktlos online. Viele möchten keinen direkten Kontakt. Die stellen quasi eine Wanne oder ein Gefäß raus und ermöglichen uns damit, dass wir die Sachen einfach reinpacken und die holen das dann quasi rein, wenn wir weg sind. Also wir wollen gar kein Wechselgeld mehr. Also ich glaube, so viel Trinkgeld, wie wir momentan bekommen oder unsere Fahrer dann auch bekommen, haben wir noch nie bekommen. Und unsere Fahrer berichten dann, man geht ins Auto zurück, dreht sich nochmal um und dann kommt der Kunde raus, schaut und zieht sich die Kiste ins Haus. Ja, das ist schon, sind sehr vorsichtig, die Menschen jetzt mittlerweile. 15 Uhr, wir sind zurück in Frankfurt bei den Corona-Reinigern. Wir sind gleich bei einem Einsatz in einem großen Kino dabei. Brauchen wir hier nicht langsam mal Schutzbekleidung? Wir ziehen unsere Schutzkleidung erst in dem Bereich des Kunden an, wo wir desinfizieren. Liegt einfach daran, dass die Leute im Moment hochsensibel sind und dann ansonsten Panik kriegen. Bis vor kurzem waren hier viele Menschen unterwegs. Ein möglicher Verbreitungsort für Viren. Im Restaurant des Kinos soll zur Wiedereröffnung alles virenfrei sein. Als wir noch offen hatten, hatten wir noch keine Angst. Das war ja neu, das war ja auch gar nicht greifbar. Das kam ja, sage ich mal, von Tag zu Tag immer mehr. Und durch die Schließung dann hat man das dann so richtig wahrgenommen. Und da haben wir natürlich mit unserem Team überlegt, was können wir machen. Auch für die Zeit danach brauchen wir einen Experten. Da wissen wir nicht mehr weiter, was das Thema betrifft. Die Desinfektionsmittel sind aggressiv. Alle, die im Raum bleiben, müssen sich schützen. Auch unser Galileo-Team. Ja, das, was für uns gilt, gilt für euch genauso. Die Ausrüstung schützt die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit. Bei allen Einsätzen tragen sie diese. Jetzt Achtung, jetzt kannst du das selber mal testen. Du hältst mal hier die beiden tief einatmen. Saug die sich an, dann sitzt du richtig. Dann kann es ja losgehen. Die Desinfektion läuft in zwei Phasen ab. So, jetzt wird eine Feinvernebelung durchgeführt. Das heißt, wir reichern den Raum mit einem Desinfektionsmittel an, sodass sich dieses Desinfektionsmittel wirklich auf jede Oberfläche niederlegt. Ja, das ist der erste Desinfektionsschritt. Deshalb Masken an und dann let's go. Knapp 20 Liter Desinfektionsmittel versprühen die Desinfektoren. Dann wirkt das Ganze für eine Stunde ein. Die Behandlung für einen Raum dieser Größe kostet ca. 500 Euro. Eine Vorsichtsmaßnahme, die Sicherheit gibt. Manche Oberflächen müssen besonders behandelt werden. Gut, alle Touchflächen. Die Touchflächendefinition, das ist so beim Profi alles das, was man so im Alltäglichen anfasst. Das heißt, das ist so eine typische Keimfalle und jetzt auch beim Coronavirus echt wichtig. Je nach Nährboden können Coronaviren wenige Stunden bis zu mehreren Tagen auf Oberflächen überleben. Bei alkoholbasierenden Mitteln, die wir verwenden, ist tatsächlich das Coronavirus nachher abgetötet. Ein Einsatz von vielen, abgearbeitet. Wir sind natürlich einerseits sehr glücklich darüber, dass wir einen stabilen Arbeitsplatz haben und in dieser wirtschaftlichen Krise im Moment überhaupt nicht betroffen sind.
Aber es ist wirklich traurig und auch erschreckend anzusehen, wie viele Kunden von uns um ihr Überleben kämpfen müssen. Wir sind an vorderster Front und versuchen, überall zu helfen, wo es in irgendeiner Form nur geht. Die Desinfektoren werden wohl noch wochenlang viel zu tun haben. 17 Uhr, Berlin. Das Corona-Chaos stellt alles auf den Kopf. Die 8000 Taxifahrer in Berlin haben gerade sehr wenig zu tun. Keine Fahrten mehr für Touristen, Nachtschwärmer, Geschäftsleute. 2000 Fahrer haben ihre Taxis schon dauerhaft geparkt. Die anderen wollen nicht aufgeben. Einer von ihnen ist Volker Gebert. Es gibt ganz viele Menschen, die auf das Taxi einfach angewiesen sind. Sei es Menschen, die zur Chemotherapie müssen, zur Strahlentherapie. Die müssen ja auch weiterhin gefahren werden. Und für mich ist das unheimlich wichtig, dass wir uns dieser Verantwortung stellen und auch gerne stellen. Dass es kein Zwang ist, sondern dass wir bereit sind, hier in dieser Krise mitzuhelfen. Der Umsatz ist in den letzten Wochen um bis zu 70% zurückgegangen. Die verbliebenen Aufträge meist Fahrten zum Krankenhaus. Damit die Menschen weiterhin sorglos in sein Taxi steigen können, haben sich Volker und sein Chef Stefan Berndt etwas überlegt. Da ist das gute Stück. Da ist das gute Stück. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es richtig rummachen. Eine Art Scheibe als Virussperre zwischen Gast und Fahrer. Eine Sicherheitsmaßnahme in Corona-Zeiten. Pamela ist Kinderkrankenschwester und muss zur Arbeit. Schön, dann fahre ich also jemanden hier rum, der sich als Held hier gerade beweist und beweisen muss, indem er uns Kranke hier behandelt. Na, was heißt Held? Wir müssen halt auch unsere Arbeit machen, ne? Wenn du dann mit so Patienten zu tun hast, hast du da, schwebt dir das immer vor, dass du dich dabei anstecken könntest oder verdrängst du sowas? Naja, es beschäftigt einen schon, ne? Aber ich arbeite schon viele Jahre auf Intensivstationen mit verschiedensten Erkrankungen, wo ich schon wirklich ganz oft die Möglichkeit gehabt hätte, mich anzustecken. Für Volker ist Pamela eine echte Heldin. Gut, weil du so eine tolle Arbeit leistest und ich bin wirklich begeistert davon, dass ihr so eine tolle Arbeit leistet, geht's aufs Haus. Dankeschön. Immer mehr Taxibetriebe bieten inzwischen sogar kostenlos ihre Dienste für Krankenhauspersonal an. So, und nach jedem Fahrgast wird das Auto gereinigt. Extra ein Desinfektionszeug gekriegt. So hofft Volker, dass er sich und seine Kunden bestmöglich schützen kann. Solange er gesund ist, möchte er jeden Tag weiterfahren.